Die Beine zucken, zappeln oder brennen und das vor allem abends und nachts, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Das Restless-Leg-Syndrom bedeutet unruhige, ruhe- oder rastlose Beine. Erkrankte können kaum ruhig sitzen, geschweige denn ruhig schlafen. Immer wenn sie Ruhe und Entspannung suchen, zum Beispiel beim Lesen oder Fernsehen, im Kino oder im Theater, treten diese Beschwerden auf. Herzlich willkommen! Sobald Sie sich entspannen oder schlafen gehen, haben Sie das Gefühl, Ihre Beine ständig bewegen zu müssen. Sie können kaum schlafen und fühlen sich deshalb oft erschöpft und übermüdet. Das sind Hinweise auf das sogenannte Restless Leg Syndrom. Dieses Syndrom der ruhelosen Beine wird in der Fachsprache als Restless Leg Syndrom bezeichnet. Laut Schätzungen sind 3 bis 10 von 100 Menschen daran erkrankt. Frauen häufiger als Männer, auch bei Kindern kann das Syndrom vorkommen. Ein unkontrollierbarer Bewegungsdrang der Beine. Dazu kommt meist ein unangenehmes Gefühl, etwa ein Stechen bis hin zu Krämpfen oder Schmerzen. Der Bewegungsdrang kann aber auch ohne diese Empfindungen auftreten. Der Bewegungsdrang und die unangenehmen Empfindungen beginnen oder verschlechtern sich, sobald Sie sich ausruhen, besonders wenn Sie sitzen oder liegen. Der Bewegungsdrang und die unangenehmen Gefühle bessern sich, wenn Sie in Bewegung sind, zum Beispiel beim Laufen. Abends oder nachts sind die Beschwerden schlimmer als tagsüber. Nicht selten treten sie nur am Abend oder in der Nacht auf. Die Beschwerden lassen sich nicht durch eine andere Erkrankung erklären. Betroffene können häufig nicht schlafen und wandern die ganze Nacht in der Wohnung herum. Tagsüber sind sie dann oft übermüdet und sehr angespannt. Wenn die Erkrankung länger dauert, können die Beschwerden auch bei Ruhepausen am Tag auftreten. Ein Restless-Leg-Syndrom kann verschiedene Ursachen haben. Eine Nierenerkrankung, Schädigung von Nerven oder Gelenken, Eisenmangel, Einnahme bestimmter Medikamente, zum Beispiel Arzneimittel gegen Depressionen. Treten die Beschwerden erstmalig in der Schwangerschaft auf, verschwinden sie nach der Entbindung normalerweise wieder. Oft lässt sich allerdings keine Ursache für die Krankheit finden. Bei mehr als der Hälfte der Erkrankten spielen auch erbliche Faktoren eine Rolle. Dann sind mehrere Personen in einer Familie betroffen. Ist die Ursache Ihrer Erkrankung bekannt, wird diese gezielt behandelt. Bei Eisenmangel zum Beispiel die Zufuhr von Eisen. Wenn nicht klar ist, woher das Restless-Leg-Syndrom kommt, können verschiedene Medikamente zum Einsatz kommen. Ob für Sie solche Arzneimittel in Frage kommen, hängt davon ab, wie stark Sie unter Ihren Beschwerden leiden und natürlich, ob Sie die Mittel auch vertragen. Die Medikamente L-Dopa sowie Dopamin-Agonisten sind für das Restless-Leg-Syndrom relativ gut wissenschaftlich untersucht. Sie sorgen dafür, dass Dopamin, ein Botenstoff im Gehirn, ersetzt wird. Verlässliche wissenschaftliche Studien belegen, dass sie Beschwerden lindern können. Allerdings haben sie häufig auch unerwünschte Wirkungen, vor allem Übelkeit und Schlafstörungen. Achten Sie auf eine ausreichende Eisenzufuhr in Ihrer Ernährung. Vitamin C fördert die Eisenaufnahme. Wechselduschen, Fußbäder, kalte oder warme Wickel, Massieren, Bürsten der Beine oder Gymnastikübungen und Dehnen können auch helfen. Halten Sie möglichst feste Schlafenszeiten ein. Ein Mittagsschlaf kann dazu führen, dass Sie nachts schlechter schlafen. Vielleicht verzichten Sie einfach darauf. Und versuchen Sie nicht, direkt nach Ihren täglichen Aufgaben schlafen zu gehen. Vermeiden Sie möglichst schon einige Stunden vor dem Schlafengehen schwere körperliche Arbeit, Stresssituationen, Nikotin, Alkohol und Getränke, die Koffein enthalten, zum Beispiel Kaffee oder schwarzen Tee. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschauen und wünsche Ihnen eine gesunde Woche.